Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Nun ist es also soweit. Heute wird der Beschluss gefasst, mit dem die Weichen für den zukünftigen Nahverkehr in Kassel gestellt werden. Seit 2 Jahren wurde jetzt intensiv darüber diskutiert. Und ich sage es gleich, ich werde heute nicht versuchen, Sie zu überzeugen, denn das habe ich im letzten Jahr auch gelernt. Eigentlich stehen die Voten der Einzelnen eh schon fest, bevor der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird. Im Prinzip, das ist ja auch bei Frau Koch schon ein bisschen angeklungen, könnte ich sogar die gleiche Rede halten wie vor einem Jahr, weil sich seitdem an der Vorlage nämlich nichts geändert hat. Geändert hat sich, dass die lauten Proteste ein bisschen leiser geworden sind, dass die Oberbürgermeisterwahl vorbei ist und der Koalitionsvertrag unterschrieben ist. Mehrfach haben sie dabei auch versucht, Verzögerungstaktiken anzuwenden, ganz deutlich bei der Bürgerversammlung, die ein halbes Jahr später stattgefunden hat. Und da können Sie uns nicht vorwerfen, dass wir uns melden oder dass die Moderatorin uns nach vorne zieht als erste Sprecher. Da waren 140 Leute im Saal und unsere Fraktion besteht aus 7 Leuten. Sie können es nicht einfach einmal so über den Haufen werfen. Wir haben nicht den Bürgern die Zeit gestohlen, das lasse ich mir nicht sagen. Ich bin dran jetzt. Bei einer Bürgerversammlung, die so moderiert wird, dass man erstmal eine lange Einleitung hat, dann einen Vortrag, der tatsächlich in verschiedenen Gremien schon war, und dann die letzte Stunde für Wortbeiträge offen zu halten, sind nicht die 3 Minuten, die ich mir da vielleicht genommen habe, diejenigen, die den Bürgern das Wort stohlen. Da sind ja auch alle noch dran gekommen. Also ich habe jedenfalls positive Rückmeldungen bekommen, dass wir uns da gemeldet haben. Ich möchte die Zeit aber von daher auch eher nutzen, um deutlich zu machen, wo die Unterschiede zwischen den regierenden Fraktionen und uns in dieser Sache liegen. Sie nennen die jetzt geplante Umstrukturierung des Bus- und Tramnetzes Verbesserung, Optimierung und Effizienzsteigerung. Wir sagen, es weist nach wie vor in die falsche Richtung. Trotz Verbesserungen an einzelnen Stellen wird das Netz insgesamt, und wir müssen ja die Auswirkungen auf die gesamte Stadt betrachten, nicht besser. Der VCG hat dazu nochmal einen Brief geschrieben, das ist ja bereits erwähnt worden. Auch die KVG hat geschrieben, dass viele der Vorschläge, die eingegangen sind, das Netz attraktiver machen würden, wenn die entsprechende Finanzierung gegeben wäre. Sie nennen den jetzigen Plan einen Beitrag zur Konsolidierung und zur Ergebnisverbesserung. Wir nennen es Einsparungen an unserer Mobilität. Ergebnisverbesserung und die Ausweitung des Angebots, das steht im Widerspruch zueinander. Auch das ist auf den verschiedenen Veranstaltungen ja häufig angesprochen worden. Sie nennen das Verantwortung. Ich finde, das ist äußerst kurzsichtig. Denn wenn Sie sagen, wir können uns einen Ausbau des ÖPNV jetzt nicht leisten und dann auch noch androhen, in anderen Bereichen zu sparen, finden wir können uns den Klimawandel nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, dass weiter der hochsubventionierte Individualverkehr unsere Luft verpestet. Jede Zeit ist um, Frau Bock. Wenn ich hier ständig unterbrochen werde und nichts dagegen gemacht wird, dann schalte ich zumindest ein. Wir haben schon etwas zugegeben. Einen Satz, bitte, gestehe ich Ihnen zu. Okay, wir können es uns jedenfalls nicht leisten, dass Menschen ausgegrenzt werden, weil sie sich die Ticketpreise nicht leisten können oder dass sie wegen Kinderwagen oder Rollstuhl am Straßenrand stehen bleiben, weil nicht genügend Busse fahren. Das gehört aber dazu. Herr Doktor.